Im DMZ-Modus von Activision, dem Extraction-Loot-Shooter im Call of Duty-Universum, kriegt man einzigartige Belohnungen in diesem DMZ-Modus, die man in allen Modi benutzen kann, also im Multiplayer und im Warzone-Modus und so weiter und so fort. Jetzt ist es so, im letzten Video haben wir über den Chemiker gesprochen, der Boss, der die einzigartige Belohnung hatte, die Waffe M13B. Und jetzt geht es um den Boss Juggernaut. Der lässt einen Waffenkoffer fallen. Man kann 7 von diesen Waffenkoffern farmen. Wir gucken uns an, was da drin ist. Und ich zeige euch so ein paar Tipps und Tricks, wie man vielleicht schneller rankommt. Also die komplette Übersicht auf jeden Fall um das Thema herum. Und als Schmankerl, wir zeigen euch, was passiert, wenn man denn dann den 8. Koffer holt. Auf der DMZ-Map seht ihr das Koffersymbol mit einer gelben Umrandung. Und zwar kann dieser Koffer an 3 Orten spawnen. Das ist so komplett zufällig und diese Orte bezeichnen sozusagen die Position des Juggernauts, also des Bosses. Und wenn dieser Boss gelegt wird, lässt er den Koffer fallen. Diese Orte sind einmal das Hydroelectric im Norden, dann der Al-Charim-Pass im Südosten und das Observatorium im Südwesten. Je länger DMZ sozusagen auf dem Markt ist, desto eher scheinen Leute jetzt aufmerksam zu werden auf diesen Waffenkoffer und natürlich auch auf den Boss Chemiker. Aber ja, es kommt jetzt mehr und mehr zu den Leuten, die jetzt diese Mission angehen. Das bedeutet, es wird immer interessanter, gut ausgerüstet an den Boss ranzugehen. Und dazu empfehlen wir erstmal, eine 3-Platten-Weste zu holen. Das Problem bei dieser Methode ist aber, dass man, wenn man diese Weste holt, Zeit verliert. Und es geht hier darum, so schnell wie möglich in dieser Zone zu sein, um den Boss als erstes anzugreifen und abzuhauen. Außer man geht die Taktik, dass man ein Team angreifen will, welches bereits den Koffer hat. Meine Empfehlung ist also hier, auf dem Weg zu der Zone könnte man in ein Munitionsdepot gehen und da versuchen, auf die Schnelle eine Weste zu holen. Also lange rumzufahren, nach Self-Revive zu suchen, nach Platten zu suchen, das würde ich absolut nicht machen. Auf dem Weg, wenn etwas auf dem Weg ist, ein besonderer POI, wo man ganz schnell mal reingehen kann und was looten kann, dann auf jeden Fall mitnehmen und weiter in die Zone. Was das Waffensystem angeht, haben wir bereits schon angedeutet, dass die LMGs möglicherweise sehr, sehr stark sind in diesem Modus und es bewahrheitet sich auch immer mehr. Und auch hier ist es so, dass die LMGs möglicherweise mit das beste Waffensystem sind, um diese Bosse zu legen, da sie eine hohe Magazinkapazität haben und das relativ langsame ADS-Verhalten in dem DMZ-Modus nicht so sehr zum Tragen kommt. Ist natürlich zum einen die RAL eine besonders angenehme LMG, aber auch die RPK wird immer besser und besser und auch sehr, sehr gerne im Warzone 2 Modus gespielt. Und das Interessante ist hier, dass ihr als erste Belohnung eine RPK Blueprint bekommt. Das bedeutet, selbst wenn ihr die RPK nicht auf Maximallevel gelevelt habt, bekommt ihr hier eine komplett fertige Blueprint mit allen Aufsätzen, die ihr benötigt. Die Waffe sieht toll aus und sie hat richtig gute Eigenschaften, also macht richtig Spaß zu spielen. Sie hat ein tolles Verhalten, ist sehr direkt und zielgenau und ist ein richtig schönes Gesamtkonstrukt. Das heißt also, sobald ihr den Koffer das erste Mal geholt habt, könnte es sich lohnen, die RPK hier zu benutzen und mit dieser RPK die weiteren Koffer zu holen. Derer 7 braucht ihr. Und wir gucken uns jetzt einmal die Belohnungen an, die in die 7 Koffer stecken. Also in dem 2. Koffer haben wir einmal den Sticker. In dem 3. Koffer haben wir den Helikopter-Skin. In dem 4. Koffer haben wir einen Weapon Charm, also einen Waffenanhänger. Ziemlich cool, finde ich. Der 5. Koffer hat eine Calling Card, ist auch ganz nett gemacht. Der 6. Koffer hat ein Emblem, was man schön kombinieren kann mit der Calling Card. Und der 7. Koffer hat den Skin Chemiker. Das heißt, hier ist es so, dass ihr eine wirklich Skin habt und keinen Operator. Der Operator, der diese Skin trägt, ist König und... Das heißt, ihr müsst den Operator König auswählen und könnt dann die Chemiker-Skin auswählen, die wirklich, wirklich, wirklich geil aussieht. Also vielleicht sogar einer der besten Skins bis jetzt im Spiel. Ein richtig tolles Skin, dass es sich auch wirklich lohnt, diese 7 Koffer zu farmen. Wer den König jetzt nicht freigeschaltet hat, das ist nämlich so, dass man ihn erst freischalten muss. Kleiner Tipp, und zwar müsst ihr einfach einen Takedown machen, also das heißt einen kompletten Nahkampfangriff. Dazu haltet ihr sozusagen die Nahkampftaste gedrückt, während ihr hinter einem Gegner steht. Und macht dann einen Takedown. Dabei ist es egal, in welchem Modus ihr diesen Takedown macht. Also ihr könnt den Takedown im Multiplayer-Modus machen, genauso wie im DMZ-Modus oder im Warzone-Modus. Wichtig ist halt, dass ihr einen Spieler downtaken müsst und dann habt ihr den König schon freigeschaltet und könnt die Skin ausrüsten. Jetzt ist es bei dem anderen Boss, dem Chemiker, nämlich so, dass jeder, der die Waffe extrahiert, die Waffe bekommt. Allerdings bekommt sie dadurch nur einer jeweils aus dem Team.
Bei Juggernaut und bei dem Waffenkoffer ist es anders. Da ist es so, dass einer diesen Koffer zwar bei sich trägt, aber das ganze Team die Belohnung bekommt. Das heißt, am Ende des Tages muss nur einer überleben und das ist derjenige mit dem Koffer. Für die Strategen unter euch ermöglicht das natürlich wieder ganz neue Möglichkeiten, dass zum Beispiel einer im Team bereits vorfährt und Hubschrauber holt, während der nächste, der Kofferträger, mit einem Auto ankommt und dann direkt in das landende, in den landenden Helikopter einsteigt und sofort extracted. Da sind der Fantasie sicherlich keine Grenzen gesetzt. Aber schauen wir uns doch erst einmal an, wie sich der Juggernaut in der Zone überhaupt verhält. Und zwar ist es so, dass der Juggernaut in der Zone von Soldaten bewacht wird, und zwar von vielen Soldaten, von sehr vielen Eliteeinheiten und normalen Soldaten. Diese gilt es erstmal auszuschalten, denn die sind eigentlich so die größte Bedrohung, wenn ihr abgelenkt seid und vielleicht noch ein zweites oder drittes Team auf der Jagd am Koffer ist. Dann möchtet ihr nicht unbedingt von einem einfachen Soldaten ausgeschaltet werden. Also ihr solltet so früh wie möglich versuchen, die kleineren Einheiten auszuschalten. Wenn ihr euch jetzt nicht gerade auf die Strategie begebt, dass ihr mit dem Wagen ganz schnell den Juggernaut umlegen möchtet und dann weiterfahren möchtet. Also die Soldaten auszuschalten könnte Ziel Nummer 1 sein. Und dann ist es so, dass durch den Kampf gegen die Soldaten bereits der Juggernaut getriggert werden kann. Es kann also sein, dass er sich auf den Weg zu euch macht und bereits zu euch runterstampft, und dann wird es besonders interessant. Es ist nämlich so, dass sobald er Line of Sight hat, also sobald er euch sieht, er seine Minigun anwirft, diese dauert ungefähr 2 Sekunden, also sie braucht 2 Sekunden, bis sie schießt, und wenn sie einmal anfängt zu schießen, dann ist kein Gras mehr gewachsen, also ihr seid instant down, das ist praktisch ein One-Shot, so schnell wie die Minikanone schießt. Ihr solltet also, sobald ihr die Minigun hört, dass sie auflädt, dass sie in diesen 2-Sekunden-Rhythmus übergeht, auf jeden Fall die Sichtlinie unterbrechen. Daraufhin wird nämlich der Juggernaut ebenfalls seine Minigun erstmal abkühlen lassen und euch die Möglichkeit geben, wieder neu zu pieken und ihn anzugreifen. Das heißt, besonders eignen sich hier Gebäude, Türen, Fenster, Ecken, auf jeden Fall Hardcover, wo ihr in Deckung seid. Allerdings muss man auch hier aufpassen, dass der Juggernaut noch eine zweite Technik hat. Und zwar kann er Sperrfeuer geben, das heißt, er zieht nach diesen 2 Sekunden seine Minigun durch und schießt auf eure letzte Position, sodass ihr, wenn ihr repickt, direkt in sein Feuer laufen würdet. Also hier besonders aufpassen, wenn er einmal anfängt zu schießen, dann wird er erstmal eine relativ lange Salve auf die letzte Position abfeuern. Wenn ihr zum Schießen kommt, hat der Juggernaut erstmal 2 verwundbare Zonen. Und zwar ist das einmal der Kopf, also immer schön auf den Kopf drauf. Er trägt einen schweren Helm, den gilt es runterzuschießen, dass ihr freie Schussbahn bekommt auf seinen freigelegten Kopf und ihn dann one-shotten könnt. Und die zweite Weak Zone ist sein Rucksack. Den könnt ihr natürlich nur angreifen, wenn er mit dem Rücken zu euch steht, also dass einer ihn ablenkt und ihr auf seinen Rücken schießen könnt. Der Rucksack sorgt ebenfalls dafür, dass er erhöhten Schaden bekommt. Wenn er sich an einem Ort befindet, wo ihr glaubt, dass ihr mit dem Fahrzeug ihn erreichen könnt, dann ist natürlich der größte Tipp, ihn mit dem Auto zu überfahren, denn mit dem Auto ist er One-Shot. Das heißt, wie jeder andere Gegner auch, fällt er, sobald er das Auto berührt. Also hier wäre es eine tolle Strategie, ihn rauszulocken. Einer lockt ihn raus und der nächste wartet bereits mit einem laufenden Wagen und überfährt ihn dann, sobald er die Straße betritt. Sobald der Juggernaut jetzt down geht, ist es so, dass die kreisrunde Zone, also die gelbe Zone, erstmal verschwindet und nur noch der Koffer auf dem Boden liegt. Auf der Karte werden die Leute benachrichtigt, das heißt, die Spieler wissen, dass der Juggernaut tot ist und sehen, dass der Koffer auf dem Boden liegt. Sobald jetzt einer aus eurem Team den Koffer aufhebt, wird dieser Spieler durch ein Koffersymbol markiert. Das ist ein rotes Symbol. Und auch hier ist es so, dass die gesamte Karte informiert wird, dass dieser Spieler den Koffer bei sich trägt. Ab jetzt kann es zu wilden Verfolgungsjagden kommen. Es kann sein, dass Teams euch jagen. Einzelne Spieler hoffen auf einen Lucky Shot auf euch. Es kann sein, dass Leute am Exit auf euch warten. Wenn sie versuchen abzuschätzen, wo ihr hinfahrt, dass sie da bereits auf euch warten. Also ab hier ist praktisch nichts mehr planbar. Der beste Plan, den ihr machen könnt, ist, so schnell wie möglich zum Ausgang, am besten zum nächstgelegenen Ausgang, dort schnell extracten, vielleicht dass derjenige, der den Koffer nicht bei sich trägt, vorfährt, irgendwie besonders schnell nach vorne kommt, sofort losrennt, sobald der Juggernaut tot ist und den Hubschrauber bereits holt. Eine besonders tolle Möglichkeit ist allerdings, mit dem Hubschrauber zu fliegen, und zwar könnt ihr mit dem Hubschrauber einen Exit antäuschen. Ihr werdet dann wahrscheinlich viele Spieler dazu bringen, diesen Exit anzufahren mit ihren Fahrzeugen oder dahin zu laufen und dann vielleicht so nach 2 Drittel des Weges einfach abzudrehen und zu einem weiteren, viel weiter abgelegenen Exit zu fahren. Es ist so, also zu fliegen, es ist so, dass dann die Gegner überhaupt nicht mehr reagieren können, weder mit Fahrzeug noch zu Fuß. Natürlich kommen sie nicht an diese Zone ran und müssen dann in der Regel die Verfolgung aufgeben. Das hat man natürlich nicht jede Runde einen Helikopter, aber wenn ihr einen habt, ist das eine großartige Strategie, einen nahen Exit anzutäuschen und dann zu einem ganz anderen, entfernten Exit zu fliegen. Sobald der Spieler mit der Waffe, mit dem Waffenkoffer die Map dann verlässt, also erfolgreich extrahiert, bekommt man auch die Benachrichtigung, dass der Waffenkoffer extrahiert wurde und die Jagd ist offiziell beendet. Es kehrt Ruhe ein und auf der Map kann ganz normal weitergespielt werden.
Wir zeigen euch jetzt natürlich noch, was in dem achten Koffer drin ist. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Kanalmitglieder. Vielen Dank für euren Support. Und wenn ihr es bis hierher geschafft habt mit dem Video und es euch einigermaßen gefallen hat, wir würden uns sehr, sehr freuen über ein Like und über ein Abo. Es werden noch viele weitere Videos kommen. Das ist jetzt, glaube ich, das 14. DMC-Videos. Ja, und ich freue mich auf sehr viele weitere Guides und Videos im DMC-Bereich. Leute, ich schicke euch jetzt in die Originalvertonung für den achten Koffer. Dann seht ihr selber, was damit los ist. Deswegen verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle. Viel Spaß mit dem Schluss. Hasta luego und hasta la vista. Zwei Fahrzeuge, möglicherweise. Möglicherweise zwei Feindfahrzeuge. Da unten Fahrzeug, Flair. Okay, hinter uns zwei nochmal, ja. Hier. Down, down, down. Ja, ne? Also ein Fahrzeug ist down. What? Wie schnell haben die das gemacht? Die sind raus. Ist vorbei. Die sind extrahiert. Nee, doch nicht. Okay. Sorry, sah auf der Karte gerade so aus. Wo hinter uns? Oder lassen. Hab was eingesteckt. Achtung. LKW kommt. Ich renne rüber. Achtung, warte, ich helfe hoch. Das wird schon wieder. Wir gehen rein, all in. Go. Bin drin. Er geht nicht hoch. Gegner down. Was geht? Wir haben's. Wir haben's geschafft. Boah, holy, wir haben den Koffer. Da ging jetzt die Höhle jetzt ab. Oh mein Gott, GG's. Holy shit. Achter Koffer, GG's. Jetzt kommt die Belohnung. Jetzt wird's spannend. Hast du was bekommen? Ja, nö. Im Moment noch nicht. Ich auch nicht. Aber warte mal, wir hatten den Koffer, oder? Ja, oder? Oder? Ja, ich weiß nicht. Haben wir den jetzt vergessen? Hä? Also Rogi sagt, wir hatten den Koffer auch. Also der Koffer war ja weg. Ja, habe ich. Ich schau gerade auf YouTube mal nach. Du hast den Chemiker-Skin? Ja, genau, ja. Also habe ich 5 von 7. Dann hast du den. Okay, also es hat gezählt. Wir haben den Koffer gehabt dann. Da hat das gezählt. Ja, genau, ja. Okay. Ja, du hast den gehabt. Nee, also das ist doch der Beweis. Es gibt keine Achterbelohnung. Weißt du, das ist super wichtig zu wissen jetzt. Der Song, ja, aber das ist wichtig zu wissen, weil wir versuchen ja herauszufinden, so Langzeitmotivation und sowas, ne? Stell dir mal vor, es würde jetzt jeden Koffer eine Belohnung geben, dann könnte man das endlos spielen, weißt du? Das schaut cool aus, der Anzug. Dann wissen wir, dass das beendet ist und den Punkt haben wir abgeschlossen jetzt. Das ist schon wichtig. Okay, aber gut, ist es so. Dann ist es so, dann haben wir nichts in dem achten Koffer. Aber gut, wir haben es herausgefunden, ne? GG's. Mit einem schönen Abschlussfight auch noch, ne?